liebe Freunde, willkommen bei den anonymen... Mir fällt gerade nichts Gutes ein. Bei den anonymen Menschen herzlich willkommen zu Cyberpunk. Hier steht zwar fortfahren, ich habe es aber noch nie gestartet. Die anonymen Cyberpunker. Okay, das nehmen wir. Herzlich willkommen, liebe anonymen Krümel, Küchlein, Kuchen und Cyberpunker. Wir starten ein neues Spiel. Ich habe es noch nicht ein einziges Mal gestartet. Ich habe mich bis heute kein einziges Mal spoilern lassen. Ich weiß nur, dass schwer wirklich schwer sein soll. Also, Gegner stehen alle Mittel zur Verfügung, um V etwas entgegenzusetzen. V. Ich glaube, das soll V heißen, richtig? Aber in der Regel stellen nur höherstufige Gegner eine echte Herausforderung dar. Kämpfe stellen sich als ernsthafte Herausforderungen dar. Der wirksame Einsatz von Vorteilen, Cyberware, Kampfgadgets und anderen Verbrauchsgütern ist zum Überleben unbedingt notwendig. Okay, ich bin jetzt gerade so ein bisschen hin und her gerissen. Weil es gibt noch sehr schwer. Mach dich bereit auf eine extreme Herausforderung. Ich glaube, das ist so wie Todesmarsch. Das hier ist halt die perfekte Option für Spieler, die sich entspannen und einfach die Geschichte genießen möchten. Kämpfe sind keine Herausforderung. Nein. Normalerweise spiele ich Spiele immer auf normal, wenn ich sie das allererste Mal spiele. Schwer ist halt... Ich glaube, ich spiele auf normal. Ich spiele erstmal auf normal. Boah, okay. Liebe Freunde, wir müssen uns entscheiden. Sind wir ein Nomade? Du bist durch die Badlands gezogen, hast Schrottplätze und Treibstoffdepots geplündert. Das Leben außerhalb der Stadt ist kein einfaches. Aber es hat auch Vorteile, einem Nomadenclan anzugehören. Ehrlichkeit, Vertrauen und Freiheitsliebe, Werte, die man in Night City selten findet und die niemand kaufen kann, gelten hier viel. Dann hätten wir das Street Kid. Es heißt, wer die Straßen von Night City verstehen will, muss in ihnen leben. Du bist mit Gangs, Fixern, Puppen und Dealern aufgewachsen. Das Gesetz des Dschungels verlangt, dass die Schwachen den Starken dienen. Das einzige Gesetz, das du in Night City noch nicht gebrochen hast. Oder Konzerne. Aus der Konzernwelt kommen nur wenige lebend wieder heraus und noch weniger behalten dabei ihre Seele. Du warst mittendrin, hast Gesetze umgangen, Geheimnisse ausgenutzt und Informationen als Waffe eingesetzt. Fairness gibt es nicht, nur Gewinner und Verlierer. Wenn du da eine Umfrage machst, wird das ja meine Entscheidung. Ja, deswegen mache ich keine Umfrage, sondern frag dich. Hami, easy game. Was sollen wir sein? Ein Nomade? Ein freiheitsliebender Mensch, Cyborg, keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung, was uns hier erwartet. Also sollen wir die Freiheit lieben? Sollen wir ein Ghetto-Kind sein? Oder ein Wirtschaftsarsch? Ich glaube, ich fände Street Kid ganz nett. Also, meine Idee wäre ja sowieso, über die Jahre, die ich hoffentlich noch streame, dieses Spiel häufiger zu spielen und dann jedes Mal eine andere Geschichte auszuwählen. So. Wähle Vis Lebensweg. Einige Handlungen und Dialoge im Spiel werden sich je nach gewähltem Lebensweg unterscheiden. Ich wäre allerdings auch erstmal für Street Kid. Ich glaube, das könnte ganz geil sein. Ich glaube, das könnte ganz geil sein. Nehmen wir Street Kid. Körpertyp. Sehr gut. Ich weiß, dass wir ansonsten nämlich hier wahrscheinlich ein Problem bekommen könnten. Ich bin eine Frau, also mache ich hier auch eine Frau. Sorry. Willkommen im Charakterdesign. Ich habe von Katzi eine Aufgabe bekommen, und zwar mir Zeit zu nehmen. Hätten auch zwei Leute zwei Meinungen sein können. Ja, dann hätte ich Alexa wieder gefragt. So, also, Stimmlage, was haben wir denn? Ich bin V. Bitte was? Ich bin V. Ich bin V.
Nee, nee. Ich bin wie? Hautfarbe. Ich bin ein heller Typ, also ich bin immer so jemand, ich versuche mich immer so ein bisschen nachzubauen, ne? Warum sieht das so schlierig aus? Naja. Achso, Kuh drehen. Irgendwie sieht das ein bisschen schlierig aus, ne? So sehr, sehr pixelig. Okay, Hauttyp. Sehr viele Sommersprossen? Nee. Mäh. 39 Frisuren. Was soll schon passieren? Okay, das sieht mega merkwürdig aus. Das ist ganz nice. Ich glaube, ich nehme die Haarfarbe. Ich bin ein Fan von roten Haaren, ne? Wie sieht das denn aus? Nee. Ich habe das Gefühl, das sieht immer noch so ein bisschen schlierig aus, aber egal. Augen. Sieht immer böse aus. Denk an Katze, ja, Entschuldigung, warte mal. Lang. Lang gewellt. Nein. Oh, die ist. Oh, fuck, die ist aber auch hübsch. Okay, das hat so ein bisschen Sailor Moon Vibes. Nee. Ich bin ein großer Fan von dem Sidecut. Nee. Okay, das ist so ein bisschen 20-Style. Prinz Eisenherz auf jeden Fall. Nee. Jo, nie. Annie. Schick, aber nicht so schick. Bisschen over. Die haben sehr viel Sidecuts da drin. Was ist denn da los? Das ist süß. Das ist süß. Okay. Das gefällt mir aber auch. Das hat so ein bisschen diesen Wikinger-Stil. Oh Gott, nein. Also nicht, kann ja jeder sagen, was er will, aber ich fand das jetzt gerade nicht so hübsch, ne? Nee, Iro ist auch nicht so meins. Nee. Voll die Wallemine. Okay. Okay, das ist so ein bisschen 80s. Nee. Ich glaube, ich bleib bei der, die ich gerade eben hatte. Die fand ich echt am schicksten. Die hier. Die ist schon echt nice. Ja, ich glaube, ich bleib wirklich bei der. 37, 33, 29, 22, 14, 12, 11. Also ich glaube, ich bleib bei 33. Haarfarbe auf jeden Fall rot. Wenn ich kann, dann sind meine Charaktere immer rothaarig. Nee. Boah, das sind ja nur minimale Veränderungen. Besonders, wir spielen das doch eigentlich in First Person, richtig? Hallo, Katzi. Was interessiert mich das, wie meine Augen aussehen? Aber egal. Das ist süß. 12. Ich merke mir mal 12. Okay, das sieht aus, als wäre sie gerade aufgestanden.
Voll der starre Blick. Auf jeden Fall sollte sie bei den Lippen mal was trinken. Nee. Ich bleib bei 12. 12 gefällt mir am besten. Okay, Hami sagt auch 12. Ich habe aber mal eine Weile weg, Essen bestellen und Essensplan machen. Macht das, guten Hunger. Lasst es euch schmecken. Augenfarbe auf jeden. Oh mein Gott. Ich bin nur leicht überfordert. Das gefällt mir. Nee. Lila ist auch ganz geil. Ich glaube, ich nehme Lila. Das ist Cyberpunk. Glaub ja nicht, du hast noch Augen. Ich finde Lila ganz geil. So, Augenbrauen. Was soll passieren, ne? Nee. Also ich hätte schon gerne Augenbrauen. Ich finde, Augenbrauen gehören zu einem Gesicht dazu. Naja, ich glaube, ich bleibe bei 5. Was ist es denn? Street Kid? Yes. We are from the ghetto. Augenbrauenfarbe. Auf jeden Fall auch wieder... Ja, dieses Matschbraun finde ich ganz gut. Nase. Woher wusste ich das? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie du darauf jetzt kommst. Oh Gott. Nee. Nee. Süß, aber nee. Hm. Ich habe so ein Faible dafür, meinen Charakter doch sehr normal aussehen zu lassen. Ah, ich glaube, ich bleibe bei 12. Was mit dem Mund? Oh Gott, nein. 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 18 ist okay. Nee. Nee. Hat so ein bisschen Schlafzimmerblick, aber nein. Szene ist süß. Wobei Nomaden ist cooler. Keine Spoiler. Und ich glaube, das ist alles Geschmackssache, was cooler ist. Nee, Spaß beiseite. Also, ja, wir waren kurz, also Hami und ich waren kurz am Überlegen und sind dann am Ende aber eindeutig bei Street Kid gelandet. Ich lasse mich da komplett überraschen. Ich weiß halt wirklich gar nicht, was mich erwartet. Insofern. Hey, ich glaube, ich bleibe bei 10. 10 ist cool. Kiefer. Okay. Nee. Nee. Das ist süß. Cyberware. Aus. Ich glaube, das finde ich ganz cool. Narben. Tue dies. Konzerne ist auch cool, aber nicht so cool wie Nomade. Hallo G-Man. Oh, ich habe Katja vergessen. Sekunde, ich starte eben noch Katja. Ja, also am Ende, glaube ich, hat ja alles was für sich. Okay, das sieht fies aus. Nee. Hm.
So, Katja, läufst. Wochenende, also ja, gut. Mann 1989. Hi Ed, wo ist es, Katzi, wie geht's? Ha, warte, warte, warte. Wir waren bei... Ich hab die Ohren übersprungen. Einfach so. So. Nee. Nee. Nee, ich glaube, ich lasse die Tattoos mal aus. Piercings. Piercings schwarz. Zähne. Okay. WTF. Ich glaube, ich lasse sie normal. So, Make-up. Joa, hat was. Oh mein Gott, sie hat die Ohren vergessen. Ich habe sie doch gerade nachgeholt. Ja? Nee. 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 Das finde ich ganz cool. So, Make-up, Farbe, Augen, Mund. Yes. So, Lippen. Boah, nee, so zweifarbig finde ich ja mal richtig kacke. Nee. Und Lippenfarbe... Ich nehme mal Lila. Lila ist gut. Wangen. Eieiei. Sind wir irgendwann mal fertig hier? Ich mag eigentlich diesen clean Look ganz gerne. Ja gut, wir haben keinen Schönheitsfehler. Eieiei. Keine Schönheitsfehler. Nee, lass mal. Ein bisschen, nö. Das finde ich ganz gut. Fingernägel. Ach Gott. Farbe der Schönheitsfehler. Okay. Gut. Fingernägel. Kurz. Lang. Naja, dann lasse ich sie mal kurz. Nagelfarbe. Okay, das ist mein Style. So, Tattoos Körper. Eieiei, das nimmt ja gar kein Ende. Warum ist das hier überhaupt so matschig? Ich kriege gerade voll die Krise. Okay, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich nehme mal das. Narben am Körper. Okay, ich sehe gar nichts. Dann lasse ich die Narben am Körper weg. Weiter. Uff. Was zur Hölle? Könntest du nachher ein bisschen Ingame-Musik... Ich kann die auch jetzt runterdrehen. Also das geht auch jetzt. So. Yeah.
Charakterfertigkeiten. Jedes Attribut umfasst mehrere Fertigkeiten. Sowohl Attribute als auch Fertigkeiten gewähren dir abhängig von deinem Spielstil unterschiedliche Boni. Das Level einer Fertigkeit steigt durch das Ausführen von für sie relevante Handlungen. Das Level einer Fertigkeit kann maximal auf das Level des Attributs, dem sie untergeordnet ist, gesteigert werden. Okay, Konstitution. Deine Konstitution bestimmt deine körperliche Kraft. Sie ermöglicht es dir, Türen gewaltsam zu öffnen. Außerdem bedeutet jedes Level Konstitution ab Level 3. 5 zusätzlicher Gesundheitspunkt, Ausdauerpunkt, Schaden mit Fäusten, Gorilla-Arme wird 3 erhöht, Schaden, Nahkampf, bewegungsbezogen, okay, Int. Cyberdeck, Speicherkapazität, Schaden von Quick-Hacks, Dauer für Quick-Hacks. Passives Ausweichen von gegnerischen Angriffen, kritische Trefferschance und Schaden mit Mantisklingen. Deine technischen Fähigkeiten bestimmen dein technisches Können. Sie erlauben es dir, Türen aufzuschließen und Tech-Waffen einzusetzen. Jedes Level erhöht deine Panzerung um 5. Coolness. Das ist doch mein Ding, ne? Hier wird es wichtig. Ja. Ach, ganz ehrlich, ich spiele das voll casual erstmal. Deine Coolness bestimmt deine Widerstandskraft, Selbstbeherrschung und deine Effektivität im Stealth-Modus. Also eigentlich nicht das, was ich brauche. Okay. Kritischer Schaden, Resistenz, Schaden, Stealth-Modus, gegnerische Entdeckung, Schaden, Monodrähte. Mhm. Jo. Ausweichen finde ich eigentlich relativ wichtig. Ha. Verfügbare Punkte 7. Kann ich die auch später noch zuordnen? Dass ich das jetzt erstmal einfach so lasse und dann gucke. Luzi! Hallo! Aus der Versenkung schämen. Ach komm, sorry für die wenige Zeit in letzter Zeit. Alles gut. Alles gut. Bitte verteile die Punkte. Kann ich das nicht später machen? Wenn ich ungefähr weiß, was ich machen möchte, weil ich muss mir erstmal ein Bild insgesamt verschaffen, was hier Sache ist. Ich habe doch gar keine Ahnung. Also ich weiß jetzt doch noch nicht mal, was ich machen soll. Du brauchst die Startpunkte. Ja, aber das kann ich doch trotzdem. Ganz ehrlich, ich würde sonst jetzt hier einfach überall eins hinsetzen, oder ist gut. Was ist das nochmal? Gesundheitspunkt. Gesundheit geht immer. Ich kann auch einfach ein Libero draus machen, ne? Quick Hacks. Ausweichen finde ich wichtig. Das mache ich mal so. So. Okay. Keine Ahnung, ob das jetzt gut ist, aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Wenn du mit Verteilspunkte losgehst, ist das wie in Unterhose, sich in den Kampf zu werfen. Ja, aber ganz ehrlich, ich habe doch jetzt noch gar keine Ahnung, in welche Richtung ich meinen Charakter überhaupt spielen möchte. Gut, okay. Also, wir sind ein Street Kid und haben diverse Attribute. Und einen Fingerabdruck, so wie das aussieht. Bestätigen. Dankeschön. Ich habe mir auch viel Mühe gegeben. Hallo, Basti. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Also gerade eben der Charakterdesigner, der war so ein bisschen, ne?